Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen, vielen Dank zunächst, dass Sie alle da sind. Denn nach diesen Vorhersagen war das ja nicht selbstverständlich, wie es weitergeht, aber ich glaube und hoffe, dass das alles sich hält. Wir haben noch 6,5 Wochen und dann sind Wahlen und es ist natürlich klar, dass wenn die SPD einen solchen Rock im Park ausrichtet, dass dann die Bundestagswahl auch irgendwie eine Rolle spielt. Und deswegen gestatten Sie mir am Anfang zu sagen, es ist ein tolles und gutes Gefühl, diesen Wahlkampf in der Heimat zu eröffnen und vor allen Dingen viele Menschen zu sehen, die man über Jahrzehnte schon kennt. Denn in all den Jahren, in denen ich im Bundestag in Berlin gewesen bin, glaube ich und hoffe ich, dass das rübergekommen ist, dass die Arbeit in Berlin das eine ist. Aber die Anbindung der großen Politik in den Wahlkreis ist für mich eine ganz, ganz wichtige Säule. Dass ich so etwas habe wie den Bürgermeisterausschuss, also ein regelmäßiges Treffen mit allen 12 Bürgermeistern meines Wahlkreises, um die Brücke von Kommunalpolitik zu Bundespolitik zu schlagen, ist für mich eine elementare Säule. Politik mit Schulen, mit Schülerinnen und Schülern zu diskutieren, Projekte zu initiieren, die gerade die nachhaltige Entwicklung im Blick haben, eine weitere. Und deswegen ist es schön, hier so viele Leute zu haben, erstens, die man schon lange kennt, aber mit denen man auch schon seit vielen, vielen Jahren Politik macht. Und deswegen ganz kurz nur, herzlich willkommen unter anderem Thomas Prinz, Hauke Jagau, Stefan Schostock. Drei, mit denen ich ganz, ganz lange viel Politik gemacht habe. Und einen, den begrüße ich ganz besonders. Das ist keine Selbstverständlichkeit, dass ein Ministerpräsident sagt, wenn man fragt, ja, ich komme natürlich sofort. Und ich komme auch zum Auftakt. Wir haben in den letzten Wochen gesehen, was es heißt, Politik über Bande spielen zu können. Ein kleines Thema. Da waren 15 Bundesländer und der Bund gut einverstanden, eigentlich ein sogenanntes Gorleben-Findungsgesetz auf den Weg zu bringen. Gott sei Dank hatten wir die Landtagswahlen und den Ausgang dieser Landtagswahlen und konnten durchsetzen, dass erstmalig es möglich ist, überhaupt einen Dialog über die Frage der Endlagerung in Deutschland, ein ganz, ganz kompliziertes Thema, hinzubekommen. Und dass es keine weiteren Zwischenlagerungen in Gorleben gibt, hat Niedersachsen einem Mann mindestens zu verdanken. Ich begrüße an dieser Stelle Stefan Weil noch mal ganz herzlich. Und dass es sich lohnt, auf den letzten 6,5 Wochen zu kämpfen, zeigt der knappe Wahlausgang in Niedersachsen. Der war möglich, weil für die sozialdemokratische Idee geworben worden ist. Und weil man sich die Frage gestellt hat, brauchen wir nicht mehr Solidarität in diesem Land? Und wir sehen, dass durch viele Schritte jetzt schon ein Politikwechsel auch in Niedersachsen stattgefunden hat. Was war das für ein Signal am letzten Samstag, dass der niedersächsische Innenminister in Bad Nenndorf geredet hat und eindeutig Nein zur NPD gesagt hat? Ein ganz wichtiges Signal. Und deswegen wünsche ich mir und werde in den letzten 6,5 Wochen alles dafür tun, dass wir auch Schwarz-Gelb in Berlin ablösen. Dafür müssen wir noch viel tun, ich weiß das. Aber es zeigt sich, dass das Kämpfen sich lohnen kann und das haben wir in Niedersachsen bewiesen. Und deswegen, Stefan, vielen, vielen Dank, dass du da bist. Vielen Dank, dass du mich hier unterstützt. Du hast das Wort. Alles Gute und dann einen schönen Abend uns zusammen.